Strava und Dapperdan und damit ein herzliches Willkommen in Europa. In der Europa League mit unserem kroatischen Verein Hajnka Ciballa Vinkovci. Wir spielen heute in Bern in der Schweiz. Ich bin ein bisschen genervt gerade. Das liegt A daran, dass es mir warm ist und B, dass ich gerade nochmal aufnehmen muss, weil eben dieser scheiß PC wieder abgestürzt ist wie jeden Tag und ich dachte, das hätte ich heute schon mal hinter mir und dann würde das nicht mehr tun, aber natürlich stürzt er trotzdem ab. Ich hatte nämlich das Spiel schon durch, da war ich eh schon abgefuckt wie sonst was, weil wir 3-0 verloren haben und ich danach meinen Co-Trainer entlassen habe und pipapo und das kann ich euch nicht mal zeigen. Wir haben erstmal noch Transfers nachzuholen, das habe ich ja auch schon mal gesagt, aber gut, ich muss jetzt nochmal sagen. Wir haben einerseits Misic abgegeben, weil ich mir noch zentrale Mittelfeldspieler geholt habe, 2 Stück. Und dann habe ich den ausgeliehen, Punkt. So, ansonsten, Pavicic bin ich nicht dran schuld, sage ich mal, ist halt für die Reserve. Deswegen war ich da nicht beteiligt. Habe ich gesagt, ja, passt, ist okay, kann man holen. Dann haben wir Mamadou, oder wie ich ihn dann genannt habe in der letzten Folge, Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, let me go. Yeah! Boah, ich bin gerade genervt von diesem scheiß PC. Der knallt jedes Mal ab und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Weil der macht das in total. Weil mein PC lief gerade schon. Was haben wir jetzt? 10:15? Der lief jetzt schon ein paar Stunden. Mann, ey. Ja, Mamma Mia. Mamma Mia. Innenverteidiger. Saugeile Werte, ablösefrei, 27 Jahre, Senegalese, habe ich gesagt, nehme ich, weil durch Doppelbelastung, die wir jetzt eigentlich nur jede Woche haben, was schon kotzen könnte, brauche ich ein bisschen was, um zu rotieren einfach, Punkt. Und der ist halt geil. Genauso Tomislav Gumel, zentraler Mittelfeldspieler, schon angekündigt so ein bisschen, und schaut euch den an, Kroate, 25 Jahre, ist halt auch sehr schnieke, muss ich sagen. Und dann noch Tibor Halilovic. Von Krakau, war ausgeliehen vorher. Und haben wir sogar ein bisschen Geld auf den Tisch getan. Und der gefällt mir auch ganz gut. Ist ja was, eher was offensiver, falls wir mal so eine Taktik rangehen wollen. Gefällt mir. Gut, das soll es jetzt gewesen sein. Taktik. Wir haben wieder unsere Mauertaktik so ein bisschen, von daher, hoppala. Ich sollte vielleicht eine Sache kurz den Speedhack ausmachen, so. Mauertaktik wieder, ich überlege gerade, wechsle ich hier irgendwas so hier von der Kondition her, es geht, das mache ich eher im nächsten Spiel, wo wir eh keine Chance haben werden. So, dann gehen wir mal hier, komm hier, mach hin, ja, Mama Mia hat keine Spielpraxis, würde sich jetzt holen. Ach ja. Fuß juckt. Wenn das jetzt wieder. Genau, es ist blöd, wenn man das schon mal alles mal gemacht hat. Wir spielen gegen Bern. Der ist ein Arschloch, sag ich mal. Der hat den Hattrick gegen uns gemacht letztes Mal. Und die spielen mit dem 4-2-4. Es wird hart genug und ich erwarte eine bessere Leistung. Ach, guck mal, dann sind sie motiviert. Ach, ja. Ich habe gar nicht die Spiele nachgeholt. Einmal haben wir 2-0 gewonnen und dann einmal 2-0 verloren. Alles erwartungsgemäß irgendwie, von daher passt das. Gut. Wir spielen, das kann ich ja gleich nochmal kurz zeigen. Wir spielen jetzt aber erstmal gegen Bern und hoffen, dass wir es irgendwie besser machen als vorher, bevor mein PC abgekackt ist. Das ist keine Ausrede. Ich würde es euch nicht sagen, wenn es nicht wirklich so gewesen wäre, bevor mir einer sagt, Cheater. Ich gehe davon aus, dass wir wieder verlieren. Von daher. Alles. So. Cool. So. Sanogo. Itebo, den habe ich jetzt auch schon so oft gesehen in den ganzen Szenen da immer. Der geht mir eh auf den Keks. Ah, Itebo, Flanke. Oh Gott. Oh. Okay, das war, weil. Schubsen eines Gegners. Ja, du Arschloch. Itebo, Ecke. Es war ein Tor nach Ecke gefallen, nachdem die Zuordnung sowas von katastrophal da war. Huhu, Kaspar. Will da auch einer mal drauf gehen? Nein. So. Ja, schön geklärt. Da ist keiner, aber gut. Alles Zeit.
Das war das Highlight nochmal nicht so erinnert. Ja. Ja. Leck mich doch alle. Ihr seid doch scheiße. Mann. Ja, überspringen. Ich will das nicht sehen. Zusammen mit dem Freistoß. So, Djokic. Nein, das war schon... Oh Gott, Leute. Ja, was macht denn unser... Was macht die Wand? Meine Fresse, ey. Gott, ist das ein Scheiß. Mann. Guckt euch das an. Guckt euch an, wie unser Ivan der Schreckliche. Der geht auf die Knie. Was soll der Scheiß? Ich würde ihn auswechseln, wenn ich einen anständigen Torwart hätte. Arschloch. Boah, ist gar nicht gut, dass wir eigentlich in die Europa League gekommen sind. Da sind wir nur platt für die Liga und verkacken dann nur noch da und ja, boah. Hier haben wir auch null Stiche gegen die, ne? Null. Guckt euch diese Noten an. Oh mein Gott, sind die scheiße. Bubi mit dem Einwurf. Djokic verliert wieder den Ball. Du gehst gleich in die Fresse, in die Kacke, in die Dubel. Scheiße. Mann. So, was passiert jetzt? Hier mach. Oh, Keule. Dann so ein Abschlag, ne? Itebo. Ja, was? Das ist unglaublich. Oh, er hält mal ein. Idiot, ey. Wir haben hier null Chancen. Meine Außen spielen so einen Scheiß. Cicak spielt scheiße, gut. Dann machen wir jetzt mal was. Wir bringen mal ein bisschen Offensive hier rein. Senja geht mal ein bisschen offensiver hier die Sache an. Kulenovic, komm hier rein. Anders geht's ja wohl nicht. Und wir sollten vielleicht nicht mal nur langen Hafer reinpacken. Direkt daran sowas. Dribbeln braucht ihr nicht, das könnt ihr eh nicht. So. Versucht doch mal hier was. So, jetzt kriegen wir eh, jetzt ist 3-0 und dann ist eh Sense. Kostic. Ja, mit so einem Ball, weißt du, da kriegst du aus Kotzen, ey. Da kannst du einen Lewandowski vorne hinstellen oder sonst wen. Der kann damit auch nichts anfangen. Kulenovic, ja, wo kommt ihr mal mit? Gott, was ein Pass. Was ein Scheißpass. Und die hebeln uns wahrscheinlich mit so einem Pass aus. So, langer Ball. Oh. Gott, ey. Ja. Warum beim Flanken hindern? Warum gegen ins Kopfballduell gehen? Ist doch scheißegal. Ist doch scheißegal. Boah, das gibt Gehaltsentzüge. Hab ich ja gar keinen Bock drauf auf euch. Boah. Boah. Schade, dass ich nicht mehr wechseln kann. Sonst würde noch Bubi rausfliegen. Gomelve. Eigentlich würde alles rausfliegen. Würde ja mal was tun hier. Vollidioten. Ist ja ein Schuss.
Nebenstor, es war bestimmt ein Weitschuss. Steht das hier? Ja, es war ein Weitschuss. Unglaublich. Komm, null ins Spiel. Null. Die spielen so ein Scheiß, ey. Hab ich den. Nö. Bubine 5-9. Boah, du kriegst so in die Fresse. Ey, ihr seid. So ein Scheiß hier, ey. Oh, wir haben mal einen Freistoß. Wir sind mal in deren Hälfte. Hey. Komm, spiel zum Torwart. Hey. Ja, geil. Dabro kriegt den Ball nicht. Hey, Plum. Hey. Oh mein Gott. Na, was war das denn? Danke. Oh. Ah ja, leck mich. Jetzt haben wir ja noch zu weit geklickt, ey. Nicht mal ab. Was? Halt einfach die Fresse. Jetzt, guck mal, ich habe auch wieder 3-0 verloren. Jetzt geil! Oh. So, ich will hier nochmal. Ach, hier kann ich ja immer gut sehen, wer scheiße gespielt hat. Kann ich hier direkt Kontextmenü? Schön. Gehaltsentzug Nummer 1. Wer kriegt noch einen? Bosic kriegt noch einen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sie haben gewonnen. Einen Gehaltsentzug. Und lieber Jitschak, auch für dich habe ich ein ganz besonderes Geschenk. Du bekommst einen Zug. Keine Lokomotive, nein, einen Gehaltsentzug. Und lieber Jokic, weil du so scheiße gespielt hast, bekommst auch du einen Zug. Einen fucking Gehaltsentzug. Ciao. Meine Fresse. Da sind wir direkt in der richtigen, hier. Das gegen Reka, nehme ich das jetzt mit? Ich will das gar nicht. Ah, ich will eigentlich was vorankommen hier in dem Safe, ne? Komm, ich überspringe das Spiel jetzt und melde mich, melde ich mich im Pokal wieder? Oder hier? Oh, das ist alles so eng. Guckt euch diese Wochen an. Hier habe ich mal eine Pause, aber nee. Die sind so platt am Ende. Ich werde was durchwechseln und. Komm, ich. Gegen Rom werde eh verkacken. Das verkacken wir. Komm, wir. Ich melde mich wieder gegen NK Dukopolje und sag mal, bis gleich. So, und da sind wir auch wieder da. Und zwar spielen wir jetzt im Pokal in der ersten Runde gegen NK Dukopolje, Zweitligist, die gar nicht so schlecht dastehen, aktuell Zweiter in der Liga, also ungeschlagen. Apropos ungeschlagen, wir waren jetzt auch länger mal nicht mehr mit einem. Wir haben seit 3 Spielen nicht mehr getroffen. Wir haben jetzt gegen Rijeka, da bin ich top zufrieden mit. Hat unsere Verteidigung echt gut. Ich habe einmal voll durchgewechselt, seht ihr hier so ein bisschen. Haben wir unentschieden gespielt zu Hause gegen Rijeka. Habe ich gesagt, das passt, nachdem wir hier Liga 2-4 auf die Fresse bekommen haben. Habe ich gesagt, voll okay. Spielen sehr oft irgendwie. Spielen wir insgesamt 33 Mal, kann das sein? Egal. Wir spielen jetzt Pokal. Ach, scheiße, jetzt habe ich euch die Aufstellung nicht gezeigt. Aber ihr seht die ja gleich. So, hier. Hier. Ich bin so durch, es ist zu warm. Ich so, Wir haben wieder unsere andere Taktik hier. Zweitligist sollten wir damit schlagen können. Und die spielen mit einem 4-2-3-1. Wir mit unserem, wie heißen das? Ja, 4-2-2-1-1 Kroatia. Ja. Ist wieder ein bisschen durchgewechselt und deswegen schauen wir mal. Ich erwarte einen Sieg. Ja, das interessiert euch nicht. Ist mir doch alles egal. Ah, komm, Co-Trainer. Quatsch mit denen. So, von Bern in dieses beschauliche Stadion. Ach du Kacke, ist das. Das ist ein krasser Kontrast, ne? Aber gut. Spiel mal dann mal. Also. Kriegen die nochmal, die gegen Bern verkackt haben, nochmal eine Chance. Gegen Zweitligisten geht das vielleicht. Jokic auf Dabro. Gummeld? Keine Ahnung, Gummel. Jeromel. Ex-FC-Spieler hier. Gummel, schön Dabro gesehen. Der geht jetzt durch, setzt sich durch, kommt in die Mitte. Da ist Jokic. Knapp drüber. Schade. Ach ja.
Wir sind trotzdem, dadurch, dass ich jetzt so viel immer rumwechsle, sind wir doch auch fitter als der Zweitligist hier. Jo. Marco, wer? Ich bringe irgendwie nie Taktik mit viel Ballbesitz auf die Kette, aber gut, das muss ja nicht sein, solange wir Tore schießen. Würde ich mal behaupten. Ich muss sagen, ich freue mich total, wenn dieses Spiel vorbei ist, weil dann esse ich ein Eis. Ich habe noch immer ein Eis im Gefrierfach stehen. 6 Kugeln leckeres Eis. Ach, ich freue mich. Passiert hier mal was? Ach komm, wir machen mal was offensiver hier. Ist immerhin nur ein Zweitliges, ne? Auch wenn es auswärts ist. Lalilu, es passiert nichts. Das ist genauso schlimm wie gegen die Reka. Da ist auch nichts passiert. Verlängerung kann ich nicht gebrauchen. Also, dass die noch weniger Luft haben, das wäre doof. Haben wir jetzt. Wir hatten die eine Chance eben, ne? Das war's dann auch. Ah, komm, pfeif ab. Okay. Oh, interessiert euch nicht, ist mir egal. Ah, Djokic. Nee, komm, Kulenovic. Ansonsten. Komm, ich bring den mal und tausche euch beide mal. Müsst ja auch so gehen. Schauen wir mal. So, Anpfiff, zweite Halbzeit hier. Na komm, ja, Anpfiff Highlight ist vorbei. Ich könnte euch mal sagen, dass ihr mehr machen sollt hier. Es passiert und passiert nichts, ne? Ivo Thomas bekommt eine gelbe, ja. Highlight schlechthin. Sisko kriegt eine gelbe. Highlight schlechthin. Ah, wir kriegen auch kein Dingen hier irgendwie groß aufs Tor geschossen. Obwohl wir schon ein paar gute Chancen hatten. Da kommt Leute nach vorne. Mai, mai, mai. Ah, Gummel bringe ich, nehme ich glaube ich mal raus. Bringe ich denn dann dafür? Ach komm, Karola darf mal das spielen, aber euch beide tausche ich. Ich glaube, es ist. Ah, rückgängig. Ich glaube, das ist sinnvoll. Ja, so ist es sinnvoller. Gut. Ach komm, macht ein Tor, ey, Leute. Oh, Mann, Mann, Mann. Ich verklicke mich gerade noch. Das ist die Hitze. Die kommen auch nur über Weitschüsse. 12 Weitschüsse, ey. Lecko funny. Und gelbe Karten ohne Ende. Heidewitzka. Nach vorne. Hi. Kann doch nicht wahr sein. Komm. Kommt. Och Leute, ich will keine Verlängerung. Ihr seid doch eh schon kaputt, ey. Das gibt's nicht. Oh, ich muss ja gerade zugeben, gerade macht das nicht Spaß aufzunehmen. Mir ist warm und Ventilator kann ich nicht anmachen. Und jetzt gehen die auch noch in die. Ah, gut, jetzt sind sie motiviert. Komm, Verlängerung. Oh Gott, ey. Die werden so am Arsch sein, ey. Was war das denn? Jetzt fangen sie an zu zaubern hier. So. Rosanjic, Visic, Tomasz. Grubi, Visic. Am Ende verlieren wir es. Ich sehe schon kommen. Primorak, Visic. Primorak. Oh Gott, ist der. Respekt, den da so drüber zu hauen. Respekt. Komm, wir spielen mal nicht mal so extrem. Oh, ich kann euch nichts sagen. Gibt's das? Jetzt aber. Ich fordere mehr von euch. Na geil, Dabro hat ist angeschlagen. Geil. Ich kann aber nicht mehr wechseln, wenn ich mich nicht irre. Geil. Ich kann auch eh nicht mehr wechseln. Oder? Ach. Darf ich nochmal wechseln? Nein. Mm.
Kann denn hier irgendeiner links spielen? Čičak, Brozic. Ah, ich kann nicht wechseln. Čičak kann spielen, na gut. Ich brauche irgendwas, brauche ich aber jetzt hier in die Ecke. Musenjak, na doch, das bringt mir nicht viel. Ja, geil. Vielleicht hier? Irgendjemand? Ach komm, mach mal so. Kriegen wir jetzt hier einen irgendwo hin? Oh Gott, das ist doch scheiße. Tut mir leid, Halilovic, jetzt musst du da spielen. Ja, ist okay. Gott. Katastrophe. Oh Gott, ey. Ja, Verlängerung. Ich sehe schon, dass wir ausscheiden. Ich sehe schon, dass wir ausscheiden. Dass die keine gelb-rote kriegen, ey. Fünf gelbe, ey, diese brutalen. Kulanovic hat auch noch einen Abschlag abbekommen, geil. Einfach kaputt machen und so. Spiel ist ja auch eine Methode. Tomasz, langer Ball. Ja, ist klar. Sedlacek. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Leckt mich doch. Ach Mann, Leute. Direkt das nächste Highlight, okay. Das Schlimme ist, wir sind deutlich weniger, also deutlich weniger. Oh, gelb-rot hier. Ich hätte aber lieber eine Chance für uns gesehen. Ja, komm, mach hin. Ja, zeig ihm gelb-rot, ist ja gut. Ja, ist gut. Und ciao. Nach vorne. Stellen sich natürlich hinten rein. Unsere sind platt. Das wird nichts mehr. Zwölfter ab. Jetzt wird er abpfeifen. Toll. Geil. 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 Toll. Super Folge hier. Boah. Oh, jetzt spielen wir gegen Split gegen Rom. Es ist geil. So scheiße hier. Jukic. 6 bis 7 Wochen. Ja, geil. Nee, warte, ist. Das ist doch gar. Doch, das ist der Jukic. Hä? Ach ja. Ich spiele doch gerade gar nicht für uns. Aber ist auch schön, dass der verletzt ist. Toll. Ah, Sapro, ja, die haben immerhin ganz nett gespielt. Wir verlieren spät, wir sind raus. Geil. Weißt du, als Pokal. Pokalsieger sind wir raus, geil. Dapro, 1 bis 2 Tage, okay, es geht. Ja, wie habt. Kann ich wieder Gehaltsentzüge hier laufen lassen? Och, guckt euch das an, wie scheiße wir spielen gerade. Nee, die haben nicht mal scheiße genug gespielt, dass wir. Warum hat eine Dapro 8,5? Hä? Wie hat er denn das hingekriegt? Gut. Ich würde sagen. Ich will das Spiel gar nicht haben. Trotzdem, wir sehen uns wieder, glaube ich, zum Spiel gegen den AS Rom. Gegen Split das überspringe ich, dann gibt es Rom, dann gibt es vielleicht, weiß ich nicht, Karabakh oder so. Oder hier. Ich weiß es nicht. Oder es gibt einfach eine einzelne Folge Rom. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade frustriert. Merkt man das? Ich bin frustriert. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Spiele in Folge kein Tor geschossen. Nachdem wir vorher sowas von rumgeballert. Das gibt's doch nicht. Ich meine, ich muss ja die ganze Zeit ein bisschen rotieren, weil wir einfach so fucking viele Spiele haben. Das geht mir auf den Keks. Ah, gut. Ich würde sagen, ich melde mich wieder gegen Rom. Oder melde ich mich überhaupt gegen Rom wieder? Will ich das? Oder melde ich mich einfach gegen Karabakh wieder? Hier so die 2 Heimspiele. Da habe ich Hoffnung, dass wir mal Spiele gewinnen.
Mal gucken, wie es gegen Split. Nee, komm, ich melde mich gegen Rom wieder und gut ist. Von daher, ich sage Bock und Dovidenya. Bis zum nächsten Mal. Euer Raketen-IT.